Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Für uns geht's heute ins Orange Fitness in Dortmund. Aaron, erzähl mal, was werden wir da machen? Wir trainieren ab Beine. Und da gibt es feinstes Equipment. Das wird gleich gezeigt. Das hier ist alles für einen Tag. Also ja. Für 3 Stunden. Dort. Perfekt. Und wir müssen uns jetzt beeilen, weil der Zug gleich kommt. Und wir sehen uns wieder. Ich immer, wenn ich zur Uni fahre. Und wir sehen uns wieder in Dortmund. So, angekommen in Dortmund gibt es jetzt auch das Pre-Workout-Meal. Wir brauchen mit der U-Bahn ca. 15 Minuten ins Gym, deswegen passt das perfekt, wenn wir noch ein bisschen rumlaufen und uns das Gym dann auch noch ganz in Ruhe angucken. Bei mir gibt es jetzt Cream of Rice, Dark Choc und Apfel. Bei Aaron gibt es genau das gleiche. Und bei mir gibt es noch Whey, damit ich auch ein bisschen wachse. Nick, der braucht kein Whey, ne? 50 Gramm Whey sind hier auch bei mir drin. Dortmund Stadtgarten, allgemein Dortmund, richtig, richtig schöne Stadt. Man sieht das hier, sieht echt gut aus. Also außerhalb vom Gym zieht man hier wirklich nichts hin, außer ein gutes Fußball-Derby. In der FC Schalke 04 Dortmund mal wieder ein bisschen zersägen, in alten Zeiten. Dieses Jahr vielleicht nochmal, bevor sie wieder runtergehen, ne? Ja, du hast gut reden. So, wir sind jetzt angekommen im Orange Fitness, beziehungsweise hier an der U-Bahn-S-Bahn-Haltestation. Da ist der Signal Iduna Park. Da kann man auch sich mal ein Fußballspiel angucken und dann hier direkt trainieren. Wir filmen gleich einmal rum, was es da so für Gerätschaften gibt. Und wir wissen es selber noch nicht so ganz genau, weil die Bilder waren irgendwie immer nur von Privatpersonen auf Google. Man konnte nicht so viel sehen. Auf jeden Fall geiles Equip, aber da steht der ein oder andere verborgene Schätzchen rum. Eine kleine Koffeinrakete, die wird nochmal inhaftiert und dann wird gepumpt. Hier ist die Cybex Area. Also das ist irgendwie so ein bisschen aufgeteilt. Da ist Matrix, da ist Techno Gym, da ist Atlantis. Hier schon mal Cybex und da hinten mal hoch. Das sind hier richtig geilen Beingeräte, aber hier schon mal crazy. Hier Chest Presses und so. Bin gespannt. Matrix Boyer, die will ich auch unbedingt. Alle MTS-Geräte, sehr wichtig. Wer auch immer hier mit Techno Gym trainiert. Ich glaube, ich habe hier gerade auch die geilste Rudermaschine für Latt, die ich je, also je gemacht habe. Also hier schön lenken, weiß. Hier ist das Schmuckstück Atlantis Pendulum. Ich bin seit jetzt live dabei. Teste. Schnell Standing Chest Press. So, Nick, zeig mal unseren Gameplan. Und wir fangen an mit Adduktor. Dann geht es über zum Lying Leg Curl, dann zum Seated Leg Curl, Pendulum Squat, Cybex Squat Press, Atlantis Leg Press, Single Leg Leg Extension, Waden und Bauch. Das wird auf jeden Fall eine brutale Session. Ich bin hyped. Let's go. Herzlich willkommen zum Trainings-Voice-Over. Hier sieht man mich an der Cybex Adduktorenmaschine. Die haben wir als erstes gemacht. 3 Sätze hier. Hier haben wir auch mit kleinen Holds gearbeitet, um uns das Gewicht einfach noch ein bisschen schwerer zu machen. Der Stack ging hier tatsächlich ganz gut. Also normalerweise ist man das ja gewohnt von Adduktorenmaschinen, dass die teilweise echt mega leicht sind. Aber hier ging das echt ganz gut klar. Ich denke mal, wenn man die Maschine öfter macht, dann müsste man da noch ein bisschen was ranhängen, aber auf gar keinen Fall so viel wie beim Live-Fitness-Adduktor zum Beispiel. Da muss man teilweise 3 bis 4 Plates dranhängen, um da den Topset zu machen. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, der Stack ging auch irgendwie bis 86 Kilo oder so. Genau, ja. Das heißt, der ist halt relativ, ich weiß nicht, entweder oft oder wenig, da kenne ich mich gerade nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist er so übersetzt, dass halt die gleiche Kilogrammanzahl wie bei einem Live-Fitness-Adduktor oder so, einfach viel schwerer ist. Das heißt, wenn man da eine 15er jetzt irgendwie noch drauflegt oder so eine Kurzhantel, dann passt das Gewicht technisch wahrscheinlich schon echt gut. Genau. Dann ging es weiter zum Gym 80, liegenden Beinbeuger. War eigentlich auch eine echt geile Maschine. Das einzige Problem war, dass das Pad irgendwie nicht ganz so, obwohl das jetzt im Video so aussieht, nicht ganz so gebeugt war, also so einen Knick drin hatte, dadurch ist irgendwie am Ende immer der Arsch ein bisschen abgehoben, oder? Fandst du auch, oder? Genau, also man wird praktisch daran gezwungen, irgendwie so einen Rundrücken zu machen, also genau. 1 Runden sozusagen, aber ja, Maschine war trotzdem sehr, sehr solide. Hier hat Aaron die erste Rev gut reingeballert. Ja, wird immer gemacht. Ja.
Wir haben in unserem Gym nämlich nur den Hammer Strength liegenden Beinbeuger und der ist echt wirklich im Vergleich zu dem ein Witz. Ja. Der Plate loaded, deswegen war auf jeden Fall geil, war eine gute Maschine. Ich war nur echt überrascht, wie wenig Gewicht wir hier bewegen konnten. Genau, also wir haben glaube ich 45 oder so gemacht und der Stack ging glaube ich bis 150, also keine Ahnung, wer das bewegt. Aber ja, Maschine ging auf jeden Fall gut rein. Ja, geil. Da waren die Hamstrings auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorfrittiert und Kniegelenke waren aufgewärmt. Genau, hier haben wir auch 3 Sätze gemacht. Irgendwas zwischen 10 bis 15 Wiederholungen oder so. Genau. Dann ging es weiter an sitzenden Beinbeuger von Gym 80. Etwas neuere Version, ich glaube Signum Line heißt das. Die stehen in den meisten McFit-Studios rum. Das Kniepolster, was man da sieht, bewegt sich komischerweise mit. Also wenn man das nicht so festhalten würde, wie ich das jetzt mit der rechten Hand mache, dann würde das einfach umklappen. Es war ein bisschen komisch, ungewohnt, aber die Range of Motion war ja echt top und auch das Widerstandsprofil war richtig killer. Also, gute Maschine. Genau. Hier haben wir auch nochmal 2 Sätze gemacht. Hier sind wir auch, ich glaube, hier haben wir teilweise auch 12, 13, 14 Wiederholungen gemacht. Also sind hier tendenziell eher zu leicht reingegangen, bevor man hier irgendwie 5 Wiederholungen macht. Beziehungsweise Aaron ist zu leicht reingegangen. Ich habe im ersten Satz tatsächlich 5 gemacht, weil ich zu schwer reingegangen bin. Aber im zweiten Satz habe ich das dann nochmal angepasst und habe dann auch irgendwie 15 Wiederholungen gemacht. Weil ich finde immer, wenn man Maschinen noch nicht ganz gut kennt oder noch nicht so gut kennt, dann kann man vielleicht auch den Backoff-Satz als erstes machen, bevor man wirklich einen schweren Top-Satz als erstes macht. Ja. Das hast du ja dann auch in der Pendulum so gemacht. Genau, in der Pendulum habe ich es genauso gemacht. Da bin ich dann, wie man gleich sehen kann, Top-Satz für 4 Plates gegangen und habe 4 Reps gemacht. Aber dazu gleich mehr. Genau, man sieht hier auch leider ein bisschen, dass wir keine Rumpfstabilität richtig erzeugen können ohne einen Gurt, den wir bei uns zu Hause immer benutzen. Dadurch hebt einfach am Ende der Arsch so ein bisschen ab. Nick hat das jetzt ganz gut in den Griff bekommen, der hat ja auch einen relativ hohen KFA. Aber bei mir, ich bin da ein bisschen rausgerutscht. Aber dann ging es ans Schmuckstück, und zwar an die Atlantis Pendulum. Hier mache ich den ersten Satz mit 3,5 Plates war das, 6 Reps wurden pausiert, das ja, ist eine echt richtig, richtig gute Maschine. Möchtest du mal was dazu sagen? Warum ist die besser als unsere? Ja, also man sieht ja, dass links oben so ein Gegengewichtsblock immer mitgeht. Das heißt, man hat, also das Widerstandsprofil ist ein bisschen angepasster und man hat einfach nicht so diesen Sticking Point, wo man immer wieder drüber kommen muss. Also man kann einfach sauber rausgrinden. Bei unserer Pendulum hat man diesen Gegengewichtsblock nicht und kommt dann praktisch immer an diesen Punkt, so in der Midrange ungefähr, wo man einfach nicht mehr drüber kommt. Das ist irgendwie einfach mega nervig und den hat man hier halt nicht und das macht die Maschine deutlich angenehmer. Zudem, ja, das Fußpolster ist irgendwie, ja, keine Ahnung, im Winkel zum Hüftpolster irgendwie mega, mega cool so. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es fühlt sich einfach mega gut an. Also da passt einfach alles bei dieser Maschine. Ja, Fußpad war nicht ganz so cool, genau, muss ich sagen. Durch diese Löcher oder Rillen da. Ja. Ein bisschen genervt, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Nee, also ging klar, aber ich verstehe es nicht, warum man das macht. Genau. Hätte man anders machen können, aber overall sehr gut. Hier ist nix. Zu schwerer Topsatz. Im Hintergrund sieht man auch, da ist so eine, oh, wie heißt die Marke? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, irgendwie Athletics oder so, irgendwie noch nie vorher gehört, aber auch nochmal eine 45-Grad-Beinpresse ist nur eine von insgesamt 3 45-Grad-Beinpressen, aber das sieht man dann auch gleich nochmal, was sie da noch, Accept Fitness, man sieht es jetzt gerade rechts bei der Dip-Maschine. Ja. Übrigens, wie gesagt, mein Topsatz ist ein bisschen zu schwer, ich hätte hier, denke ich, auch noch einen Zentimeter mehr Range mitnehmen können, aber ja, es war einfach ein bisschen zu viel Gewicht, obwohl die Range geht eigentlich klar. War schon solide, war okay. Ich habe dann halt auch im Backoff-Satz, wie man hier sieht, nochmal 70 gemacht. Genau, die waren dann deutlich, deutlich schöner. Ja, aber ich hatte einfach Bock, mal die 4 Plates da zu touchen, deswegen why not? Und solange die Technik nicht drunter leidet und man hier nicht irgendwie komplett weird rumbounced, denke ich, geht das auch klar. Hier sieht man auch super, wie sich der Gegengewichtsblock immer halt mitbewegt, und zwar umso mehr der sich halt 90 Grad quasi annähert, desto schwerer ist der Block. Das heißt, umso tiefer man selber geht, so mehr hilft der Gewichtsblock einem halt raus. Also
Das ist echt, ist gut. Hier sieht man nochmal Cybex Squat Press. War ein bisschen schief. Man hat es gerade rechts gesehen. Das war der Warm-Up. Dann ging es zu Nicks erstem Satz mit 9 Plates, war das? 9? Ja, genau, mit 9 Plates. Ich glaube, 7 Reps habe ich da gemacht. Ist auf jeden Fall sehr leicht, die Maschine. Da wäre es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man wie im Dust Gym noch so 50er Plates gehabt hätte. Weil es schon echt nervig ist, immer diese ganzen Plates zu laden. Mhm. Und es liegt halt auch nicht daran, dass man selber so stark ist, glaube ich, sondern da muss gefühlt jeder schon mal Minimum 5 Plates oder 6 Plates laden. So, weil die Maschine so halt sehr leicht ist. Aber ja, vom Bewegungspfad einfach richtig cool. Also es ist eine Pivot Leg Press, das heißt, es hat so einen Pivot-Mechanismus am Fußpad, dass sich das Fußpad halt praktisch ergonomisch, sage ich mal, mitbewegt und man somit halt viel mehr Range of Motion erzeugen kann als wie in einer 45 Grad Beinpresse, wo das halt konstant gleich bleibt. Genau. Maschine ist overall echt richtig, richtig gut. Also ich habe bis jetzt die, also wir haben eine Pivot Leg Press von Fitland, genau. Und ich glaube, das war auch die einzige Pivot 45 Grad Beinpresse, die ich bis jetzt ausgetestet habe. Ansonsten nur diese Nautilus Pivot, die im Dust Gym steht. Ist natürlich eher glutlastig, die Nautilus. Aber ich fand overall die Cybex wirklich deutlich, deutlich besser. Das Coole hier ist halt auch, dass das Gewicht unten nicht aufsetzt. Also bei unserer Pivot Leg Press könnten wir beide deutlich mehr Range noch hinbekommen, aber die setzt halt einfach auf, sodass es das Ganze halt schwierig macht. Aber die Cybex, da kriegst du unendlich viel Range hin. Also das ging schon echt gut. Widerstandsprofil ist da auch echt angenehm. Also man kommt unten ganz gut raus. Und ich finde, natürlich, sie wird nach oben hin schwerer. Aber jetzt auch nicht so, dass sobald Grinder-Raps kommen, man gar nicht mehr reinkommt. Also das geht eigentlich fit. Boah, hier hat Nick mich gut gequält. Genau, da habe ich Aaron erwischt. Der wollte da gleich nach der Rap eine einhaken. Mhm. Habe ich ihm kurz auf den Kopf getippt, dass da noch was geht. Ich habe sogar eingehakt, aber ich habe es wieder ausgehakt. Da sieht man, ich hake ein, aber habe das Gewicht nach oben, auch wie ich geguckt habe. Ich war echt genervt. Ja, ist gut. Aber. Dann die letzte noch. Die hat er auch fast alleine gemacht. Ich habe ihn da einmal ganz kurz jetzt und dann habe ich schon losgelassen. Das war gut. Genau, hier nochmal mein Backoff. Das sind Dubs. Mit einer Plate weniger. Da habe ich auch den Stand noch mal ein bisschen optimiert und habe mich wirklich noch tiefer hingestellt und mich wirklich nur auf die Knieflexion konzentriert. Sieht genau. Super aus. Das war echt geschmeidig. Genau, aber das hat natürlich nicht gereicht. Und wie man gleich sieht, sind wir danach noch über zu einer zweiten Leg Press. Wie gesagt, man sieht dahinter, die haben die Iso Press von Hammer, die Single Leg. Dann haben die 45 Grad oder sagen wir 35 Grad. 30 Grad. Ja. Live Fitness Beinpresse. Und noch eine 45 Grad Beinpresse, die wir gemacht haben. Und zwar die von Atlantis. Jetzt sieht man sie hier. Wunderschön. Die war richtig gut. Wenn mir jemand erklären könnte, warum die nach oben hin schwerer wird, dann gerne in die Kommentare. Ich kann es mir nicht erklären. Aber sie wird definitiv schwerer nach oben hin. Ja. Keine Ahnung warum. Aber ist echt eine richtig, richtig geile Maschine. Ich hätte mich ein bisschen breiter hinstellen können, glaube ich, und ein bisschen mehr die Füße nach außen zeigen lassen können. Ich glaube, dann wäre dein Knie vielleicht auch noch ein bisschen stabiler. Genau, da sieht man das einfach ein bisschen instabil. Ich war auch schon echt abgeschossen nach den zwei Sätzen an der Cybex Squat Press. Aber hier sieht man auch nochmal an der Maschine wirklich hinten am Sitz, am Kopfpolster. Man kann überall alles einstellen. Das haben wir jetzt natürlich als sechste Beinübung für einen Satz. Und danach machen wir die nie wieder, jetzt nicht großartig rumprobiert. Aber wenn man die immer macht, kann man das halt wirklich nochmal so geil für sich einstellen. Mhm. Und einfach eine unglaublich gute Range of Motion da kreieren in dieser Maschine. Finde ich auch ein bisschen das Problem bei der Hammer, weil da gibt es halt wirklich nur zwei Rückenlehneinstellungen und dann kannst du halt noch den Stopper anders einstellen. Genau, und diese Maschine, da kriegt wahrscheinlich jeder viel Knieflexionen, weil ich glaube nicht, dass ich ein mega mobiler Typ bin und ich habe da, wie man jetzt gleich nach Aaron sehen kann, auch ziemlich viel Range hinbekommen. Genau, hier ist noch deine letzte Rap. Ja, da sieht man, die wird deutlich schwerer nach oben, keine Ahnung warum. Und die hat so einen richtig fiesen Einhaker. Ja. Und was cool ist, dass man
wenn man rausdrückt, hakt die sich von alleine aus. Ja. Das heißt, man muss nicht einen Topsatz, wo man 6 Reps oder so macht, schweres Gewicht bewegt, erst sich normal festhalten, rausdrücken, dann aushaken und dann ist man schon ein bisschen aus dem Sitz gerutscht und da muss man sich wieder reinziehen. Das ist bei der Hammer echt teilweise ein bisschen nervig, aber hier war das echt richtig, richtig gut. Hier sieht man auch nochmal, die Range hat echt gepasst. Also die Maschine will auch wirklich gefühlt, dass man tief kommt. Also es ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl gewesen. Ja. Ja. Richtig gut. Genau. Hintergrund ist die Life Fitness. Black Press. Da haben wir jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt, also hast du eine Ahnung, was du da bewegt hast? Bei der? Nee, da sind nämlich auch 25er Plates zwischen, glaube ich. Ja, ich habe da einfach aufgeladen und immer wieder geguckt, wie es sich anfühlt und habe dann einfach einen Topsatz gemacht und habe da irgendwie 10 Reps oder so gemacht mit irgendeinem Gewicht. Ja. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich in meinem momentanen Programming die Leg Press sehr low rep habe, also nichts über 14 Reps und teilweise auch in einer 5 bis 7er Rep Range, habe ich das lieben gelernt, also wirklich vielleicht auch mit einer kleinen Pause unten. Und dann halt auch teilweise mal 6-7 Reps. Also es fühlt sich echt geil an einer Leg Press, was ich auch davor nie gedacht hätte. Also probiert es gerne mal aus, wenn ihr mal Bock auf was Neues habt. Also mit einer kleinen Pause unten geht eine Leg Press Low Rep auch sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn es die meisten Leute, glaube ich, eher über 12 Wiederholungen drin haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass nicht so viele Leg Press wirklich Low Rep machen. Aber ich finde es ganz cool. So, wir hatten dann ein kleines Beinstreckerproblem. Obwohl die auch diesen Signum Line Gym 80 Beinstrecker haben, der eigentlich sehr, sehr solide ist, hat er uns irgendwie nicht gefallen. Ich kann auch gar nicht erklären, warum. Ich glaube, es war auch eher so, weil das gefühlt die 19. Beinübung war. Deswegen haben wir den Cyrex gemacht und der war wirklich nicht gut, muss ich sagen. Also entweder haben wir da was falsch eingestellt, aber eigentlich nicht. Man sieht, ja, bei Nick geht es noch, bei mir ist es irgendwie schlimmer. Kaum ROM in einer Dehnung. So, hier, da setzt er auf. Das Fußpad ist zwar verstellbar, man muss das aber festdrehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei der Maschine so war, aber das ist immer wieder losgegangen. Deswegen, also keine Ahnung. Die Maschine war echt nicht so nice. Ja. Obwohl man sagen muss, ich fand das Fußpolster an sich ganz angenehm, dass es so ein Block war und nicht so ein großes Ding. Das auf jeden Fall. Hat sich echt stabil angefühlt. Das schon. Ja, ich denke mal, wenn man die immer drin hat und vielleicht nochmal mit dem Setup ein bisschen sicherer ist und da vielleicht noch ein Yoga-Pad dran dann geht für mehr ROM, dann wird die bestimmt fit gehen. Die wird auch nach oben hin leichter. Da sieht man im Hintergrund auch, Nick testet die Free Motion Fly-Maschine. Ja, da sieht man es. Da ist wirklich nicht so viel Range. Genau, dann haben wir noch Waden und Bauch gemacht und den Rest des Videos seht ihr jetzt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, haben jetzt gerade ein Fußballspiel geguckt, ein bisschen entspannt nach dem Beintraining, weil wir waren echt abgeknallt, gerade im Zug und so, tat mir alles weh. Gut. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat das Voice-Over gefallen und vielen Dank fürs Zusehen. Ganz wichtig im Aufbau, wenn ihr, so wie ich heute, ein paar Übungen mehr gemacht habt, dann braucht ihr immer ein bisschen Nachschub. Ja, beide für Aaron. Es gibt richtig Tinte auf dem Füller. Michel, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe hier Avocado-Toast und Chicken im Airfryer. Ich halte mich heute mal zurück. Was sagst du zur Pizza? Schmeckt die wenigstens? Ja, passt schon. Kannst du einmal die Makros von deinem Meal sagen? 69 Fett, 220 Carbs und 100 Gramm Protein. Ich weiß gar nicht, warum du lachst. Also ungefähr der Tagesbedarf von Maxi.